Einer der größten Unterschiede zwischen High Magic und Low Magic ist die Veränderung der Charaktere innerhalb des Spiels. In einem Low Magic Setting fängt man als Ritter an, man bleibt ein Ritter und man stirbt als Ritter. In einem High Magic Setting sieht es alles etwas anders aus. Sagen wir mal, du fängst als Ork-Krieger an. Innerhalb der ersten paar Spielabende wirst du wahrscheinlich zu einem Halbdämon-Magier mit großen Titten. Im Laufe der Hauptkampagne wirst du dann mumifiziert, mutiert und oder verflucht werden. Beispielsweise wurde mein Charakter in der WoD-Runde, in der ich momentan mitspiele, von einem Infernal zu einem großbrustigen, gut aussehenden Changeling. Der Hauptgrund dafür, dass sich Charaktere so rapide verändern können, liegt darin, dass Magie alltäglich ist. Seien wir mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit von Mumien, Vampiren, Dämonen oder anderem magischen Viehzeug verwandelt zu werden, liegt in Westeros so etwa bei Null. Andererseits vergehen dafür in Ravnica und den meisten WoD-Runden keine 10 Minuten, in denen nicht irgendwer zaubert. Dieser inflationäre Gebrauch von Magie hat viele Vorteile. Beispielsweise hat jeder Charakter magische Kräfte und ist darum nicht vollkommen hilflos, wenn der Mage oder der Cleric mal beschäftigt sind. Allerdings hat High Magic auch viele Nachteile. Beispielsweise habe ich, wenn ich eine magische Waffe finde oder eine neue Fähigkeit erlerne, nicht dasselbe Glücksgefühl, wie ich es in einem Low Magic Setting hätte. Wenn man drüber nachdenkt, ist es im Grunde ähnlich wie mit Schokolade. Ein Stück ist okay, zwei Stücke sind auch noch gut, aber wenn man sich nur von Schokolade ernährt, bekommt man Verstopfung. Also sollte man ein angenehmes Gleichgewicht zwischen Mangelerscheinung und Diabetes finden. Und ich glaube, es gibt da eine sehr einfache Lösung. Im Grunde nimmt man die World of Darkness und packt sie in eine Art Low-Level-Version, in der die Ressourcen sehr stark begrenzt wurden. Also hätte zwar jeder Charakter eine Palette aus magischen Fähigkeiten, aus denen er wählen kann, aber die Kapazität, um sie einzusetzen, ist stark begrenzt. So kommt zwar jeder Charakter im Grunde alleine klar, aber sie müssen sich zusammenschließen, um größere Effekte zu erzielen. Alternativ dazu kann man den Charakteren noch ihre Fähigkeiten lassen, aber sie benötigen Zeit oder Vorbereitung, um sie vernünftig einsetzen zu können.